Hallo meine lieben Freunde, an einem Dienstagvormittag. Es ist 10.25 Uhr und ich sitze seit, ja, dann gut 8 Uhr in der Früh hier auf meinem Esszimmertisch und darf euch berichten, dass ich heute um Punkt 8 Uhr beim Postamt 8010 Graz das Postfach geleert habe und regelrecht überwältigt bin. Tausende von Unterstützungserklärungen sind mittlerweile eingelangt. Ich darf euch nur zeigen, was ich denn den ganzen Vormittag mache. Das ist ein Teil der Postsäcke, die ich von der Post geholt habe. Das sind die ungeöffneten, das sind die geöffneten, das sind die bereits abgezählten. Und seit 8 Uhr in der Früh mache ich nichts anderes, als jedes einzelne dieser Kuverts eigenhändig aufzumachen, zu lesen, gerührt zu sein und nun die Gelegenheit nutzend, mich bei euch für dieses Zeichen der Zuneigung, für dieses großartige Zeichen eurer Unterstützung zu bedanken. Ich hätte, meine lieben Freunde, niemals damit gerechnet, dass in den ersten 5 Werktagen mehr als 2500 Briefe mit Unterstützungserklärungen, teils mehreren Unterstützungserklärungen in einem Kuvert bei mir einlangen. Ich kann noch keine genaue Ziffer bekannt geben, denn ich bin mittendrin beim Zählen, wie ihr seht. Öffne jeden einzelnen Brief, bin demütig, erfreue mich dieses großartigen Zeichens, dass so viele Österreicherinnen und Österreicher in allen Orten, in allen Bundesländern das Unterstützungsformular sich heruntergeladen haben, ausgedruckt haben, zur Gemeinde gegangen sind, das Unterstützungsformular unterschrieben haben, vor der Gemeinde bestätigt haben, ein Kuvert ausgefüllt haben, es frankiert haben und mir es geschickt haben. Meine lieben Freunde, allein das sind die Unterstützungserklärungen der letzten 25 Minuten. Der Berg ist bearbeitet. Ich bin gerührt, ich bin demütig, weil ich, ehrlich gesagt, mit diesem großartigen Ergebnis die ersten Tage niemals gerechnet hätte. Ich möchte mich bei euch für euren Einsatz, für diesen Idealismus aufrichtig und herzlich bedanken. Wahlen sind nicht nur demokratisch, sondern wie Wahlen in ihrem Wortsinn ergeben, geht es um eine Auswahl. Das Establishment in Österreich, die Regierungen, die Parteien, die Banken, die Lobbyisten, die Medien, die Umfrageinstitute sind sich einig, dass wir in Österreich keine Präsidentenwahl mehr brauchen, sondern der Amtsinhaber von ihnen, von einer Minderheit an Regenten und Meinungsmachern akklamiert wird. Meine Vorstellung von Demokratie ist, meine feste Überzeugung von Demokratie ist, dass nur ihr, meine lieben Freunde, und sonst niemand, die Österreicherinnen und Österreicher, das künftige Staatsoberhaupt in diesem Land wählen und nicht das System. Noch sind wir eine Demokratie und allein dieses Zeichen ist ein großartiges Zeichen der Demokratie und eines demokratischen Widerstandes in unserem Land. 3 Jahre Grundrechtsbrüche bei Corona, eine Spaltung der Bevölkerung, absichtlich herbeigeführt durch die Politik, 15 Ministerwechsel, 3 Kanzlerwechsel, eine Horrorinflation, ausgelöst durch einen Wirtschaftskrieg und durch Sanktionen gegen Russland. All das zeigt,
dass der Amtsinhaber Alexander van der Bellen diesem Land am Ende mehr geschadet hat, als er genutzt hat. Und die vielen Zeichen eurer Unterstützung zeigen mir, dass ich ernsthaft und demütig mit vollem Einsatz mich um das Amt des Bundespräsidenten der Republik Österreich nicht nur bewerbe, sondern wenn diese Woche mit euch so weitergeht, ich auch tatsächlich dank eurer Hilfe wir gemeinsam auf dem Wahlzettel stehen. Ich bedanke mich bei euch für dieses Zeichen. Ich bedanke mich bei euch für diese Arbeit. Ich werde sicher bis am Nachmittag sitzen, dann nach Wien fahren und heute, wie immer, am Dienstag um 21 Uhr in Fellner Live gegen Sebastian Born-Mehner diskutieren und dann aller Voraussicht nach eine Nachtschicht einlegen, denn einer dieser Postsäcke zu öffnen und zu zählen dauert circa 3,5 Stunden. Zumindest sagt es mir die Erfahrung nach dem ersten Postsack. Bitte unterstützt mich weiterhin. Motiviert Freunde, Verwandte, Bekannte. Geht auf www.geraldgroß.at, ladet euch das Formular herunter und schickt mir das Unterschriebene ans Postfach 60 nach Graz. Und schaut, dass ich die nächsten Tage schön Kuverts öffnen kann und genügend Arbeit habe. In diesem Sinne, herzlichen Dank, meine lieben Freunde, für dieses Zeichen. Die exakte Zahl der Unterstützungserklärungen wird im Laufe des heutigen Abends oder morgen in der Früh als Zwischenstand festlegen. Es sind mehr als 2600 Briefe eingelangt, mit teils einer Unterstützung, teils zwei, teils drei, teils vier, mit berührenden Briefen. Und ich möchte euch nur einen Brief vorlesen, von einem Bürger, der mir zeigt, wie wichtig es ist, was wir gemeinsam tun. Sehr geehrter Herr Groß, ich bin alleinerziehender Vater einer Tochter und wegen Krankheit in Erwerbsunfähigkeitspension und erhalte 1.128 Euro monatlich. Seit 10 Jahren konnte ich mit meinem Kind keinen Urlaub mehr machen, weil es unmöglich ist, von dieser Rente zu sparen. Und weil es dieses Jahr auch wieder nicht leicht ist, sende ich Ihnen nur 10 Euro als kleine Spende. Leider geht nicht mehr. Außerdem finden Sie meine Unterstützungserklärung und die meiner Familie. Ich hoffe auf Sie, denn Sie sind für mich ein Held. Diese 10 Euro dieses Mitbürgers, der dank dieser Regierung von 1.128 Euro in Wahrheit nicht mehr leben kann, sind mehr wert als alle Millionen von den Parteien und den Lobbyisten. Von ganzem Herzen danke ich für diese Zeichen der Zuneigung. In diesem Sinne wünsche ich euch noch einen schönen Dienstag. Helft mir mit, dann heißt es, make Austria gross again. Alles Gute.